Und dann jetzt circa füllst du ihn dann an mit wirst du nochmal dünner. Das quasi einfädeln musst. So, ja, ja. Na gut. Ich brauche jetzt Fackeln. Warte mal, ich kann mir Fackeln machen. Ich hab Fackeln. Na gut, ich habe hier kein Holz. You have all my torches now. Achtung! Yeah, I realized. By now, yes. Ich habe mir schon mal überlegt, Patrick, wollen wir mal ein englischsprachiges Let's Play machen? Ich fühle mich nicht bereit für solch ein Experiment, aber okay. Weißt du, ich denke mal, wir reden so viel Englisch nicht mehr, da können wir mal versuchen, mit einer simplen, irgendwas, eine Random-Aufnahme, einfach mal Englisch zu machen. Ja, okay. Ich möchte das zukünftig irgendwie trotzdem ohnehin versuchen, ne? Eine Serie vielleicht mal auf Englisch oder eine Serie auf Deutsch zu haben. Okay. Das ist jetzt aber nur mein Gedanke, das muss jetzt nicht heißen, dass es noch ist. Hier ist ein Kürbis unten in der Höhle. Das hier wird wahrscheinlich meine letzte Aufnahme sein, bevor ich zu meiner Matura antrete. Und fuck, ich bin nervös. Scheiße, Mann, ich bin nervös. Was das Geile ist, wenn diese Episode erscheint, Mann, ja, ist das mit der Matura wahrscheinlich schon wieder lange rum. Ja, das denke ich mir eigentlich auch. Ich bräuchte Dreck, bitte. Who put the dirt in here anyways? Du hast mal gesagt, ich soll es machen. Ja, jetzt war es wieder ich. Ich glaube, dass es so war. Oh, hier ist Metall. Ich bekomme Rückenprobleme von ihm hier so sitzen. Dann setz dich anders hin. Geht nicht. Sagen wir es so, Patrick. Es ist nicht möglich, mit einem Laptop ergonomisch an einem Computer zu sitzen. Es ist nicht möglich. Dann lass mich erklären. Ergonomisches Sitzen am Computer bedeutet, dass du die Hände leicht angewinkelt am Körper, ich mache es jetzt gerade mal nach, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, dass ihr die Hände leicht angewinkelt am Körper locker auf die Tastatur legen könnt. Ah, Zombie. Gleichzeitig muss die Oberkante, ihr müsst einen aufrechten Rücken bewahren können, und gleichzeitig muss die Oberkante des Bildschirms auf eure Augenhöhe legen, ohne dass ihr irgendwie den Kopf nach oben oder nach unten drehen sollt. Dann sitzt ihr ergonomisch am PC. Nun, also halt kann ich sitzen. Für alle Leute, die einen Laptop benutzen, geht das schon mal nicht, denn Tastatur und Bildschirm sind viel zu nah beieinander. Das heißt, entweder ich lege meine Hände locker auf und sehe dann auf dem Bildschirm nicht hin, oder ich sehe gut auf dem Bildschirm, aber kann meine Hände nicht locker auflegen. Oh. Ja. First world problems. Ja, also schon, ja. Na, geht, dann wird's Zeit für einen neuen Rechner. Nach der Matura, Mann. Das ist ja, es gibt für mich momentan wirklich nichts anderes mehr außer Matura. Ich Matura, lebe Matura, nur für Matura, das. Matura, 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 Matura. Ah, das ist echt arg. Was man aus Kürbissen machen kann, Mann. Aus Kürbissen kann man alles machen. Anscheinend, ja. Na gut, kann man, glaube ich, kann man Zahnstein jetzt craften oder nicht? Anscheinend. Müsste eigentlich gehen. Ja, aber nicht hier bei der Werkbank. Muss ich dann. Oh, Eisen. Ich geh mal in die Wohnung. Schau mal. Minimap. Ich sehe dich auf meiner Minimap, Mann. Oh. Wie weit bin ich denn schon unten? Ein bisschen. Bisschen? Ja, ein bisschen. Enttäuschend. Ah, da geht's.
Okay, irgendwas muss da Voraussetzung noch sein, zusätzlich zu Sand. Hm. Gib einem Guide nach schon. Ja, ich hab's schon. Ich hab den schon gemacht, aber ich frage mich jetzt nur. Oh. Ich glaube draußen irgendwo arbeitet gerade jemand mit einer Motorsäge. Toll. Gut. Ich meine, unser Nachbar, der macht das ja beruflich, der fertigt das Holz. Fertigt das Holz so Maßanfertigungen an. So Tische und so. Und Tischler? Naja, aber insofern nicht Tischler, weil das ist jetzt keine so gewöhnliche Möbel, sondern halt mehr naturbelassenere Sachen. Ah, das ist schön. Ja, was nicht schön ist, dass er diese Tätigkeit auch am Samstag um 9 Uhr in der Früh ausübt. Glaub ich dir. Und das vor meinem Fenster. Okay, aber der muss sein Geld auch verdienen. Ja, aber ich muss meinen Schlaf auch verdienen. Der hat nicht unsere ewig großen YouTube-Einnahmen. Ewig groß, ha? Huh? Ja. Betreibst du einen anderen YouTube-Kanal nebenbei? Psst. Das sollen die Leute nicht wissen. Oh, diese Glühwürmchen, Mann, die packe ich gar nicht. Nicht? Nö. Nerven ein bisschen, ne? Bisschen? Nerven irgendwie ein bisschen, oder? Jo, ein bisschen? Oh Mann, die Pumpkin Workbench passt super. Du hast nicht eine Pumpkin Workbench gemacht. Doch, sicher. Alter, ich werde jetzt ganze Stufen, alle Stufen werde ich austauschen. Nein! Ja, Patrick, möchtest du was reden? Ach, was gibt's bei mir? Das war nicht wirklich eine decisive question gewesen. Weiß. Aber ich denk nach, was es denn zum Reden gibt. Ja, Multiplayer-Projekte mit Story bei Crackpit Games. Seufz. Thema. War das so richtig überhaupt? Oh ja, war richtig. Moment. Red weiter, Multiplayer. Ja, eine Idee meinerseits, dass wir, ich meine, wir haben, ich mache hier gerade Rogue Legacy, das ist ja alleine, so, hat einen Grundsatz von Story und der Werte Gregor hier macht Scribblenauts. Wenn ich mal dazu komme, ja. Das kann aber, ja, wird aber definitiv mal bis nach der Matura verschoben. Wenn nicht sogar und auch gebrochen. Weiß auch noch nicht. Wir haben ja als Multiplayer-Ding jetzt nur Terraria und Minecraft. Wir hatten Poke-MMO. Das hätten das Story gehabt. Und ja. But that shit doesn't pay the bills. Und ich dachte mir eben, mit diesen Terraria und Minecraft sind so endless, also endlose Projekte. Und da dachte ich mir halt, hey Gregor, was hältst du davon? Lass uns doch ein Multiplayer-Projekt mit Story machen. Und nachdem ja, wie alle wissen, Gregors Laptop noch nicht... Sag, übrigens keine Spielenamen, ne, wir wollen hier keine, noch nichts machen. Nee. Nur Genres. Okay, ja. Eben Gregors Laptop noch nicht der jüngste ist und schon einige Jahre am Buckel hat. Jedenfalls Mikrozyklen. Dachte ich mir, kann man doch mal ein MMO anreißen. Ich meine, MMOs haben bestenfalls Story und sind nicht sehr grafikbelastend. Und ja, die Überredungskunst ist noch am Arbeiten. Ich weiß genau, welches Spiel du denkst, und ich sage nein, wenn ich du über Leichen gehen musst. Du kannst doch einen anders finden. Ich sage erstmal, warte mal ab,
bis der Gregor sich den neuen Rechner gebaut hat. Das sollte innerhalb des Sommers noch funktionieren. Das sollte. Ja, die Teile habe ich schon beieinander, aber ich habe mit meiner Mutter ausgemacht, um mich davon nicht so sehr ablenken zu lassen, um mich wirklich noch bis zum Ende meiner schulischen Laufbahn voll auf die Schule zu konzentrieren, nicht auf irgendwelche anderen Sachen. Deshalb habe ich noch keinen neuen Computer. Das Geld dafür hätte ich vor einem halben Jahr schon gehabt. Mindestens. Oh. Und es ist auch so, ich habe ja heute meinen offiziell allerletzten Schultag jemals gehabt. Ich muss nie wieder die Schulbank drücken in einem Unterrichtsstunde. Ich muss schon noch in die Schule für die einzelnen Prüfungen und für die Vorbereitungsstunden. Aber so einen klassischen Unterricht habe ich nie wieder. Nie wieder. Denn selbst wenn ich diese Prüfung nicht schaffe, ich habe da die 8. Klasse, also das ist glaube ich die 12. oder so, die allerletzte Klasse, positiv abgeschlossen und muss deshalb nicht nochmal die 8. Klasse besuchen, sondern bin dann quasi in die Freiheit entlassen, muss bei eventuellen Nachterminen dann die Matura nachholen. Oh, okay. Ja, so viel dazu. Ja, dann wünschen wir dir mal viel Glück beim aufkommenden Matura-Termin. Well, thank you, mate. Und falls dich interessiert, ich bin ja gerade in dem Gebiet, das hier so richtig abge... Also ist dieses, ja, na, abgenudelt, das ist noch zu fein. Das Gebiet halt. Das ist rosa und... Also nicht rosa, aber... Ist das dieses giftige Pink, wenn die mit dem... Mit diesem... Ach, da wo man sich wundert, was das für ein Hintergrund ist, oder was? Ja, und den pinken Moos an den Steinen oder alles. Alright. Meine Arbeit übrigens hier eher nähert sich der Fertigstellung. Ah, dann folg mir in den Tunnel. Oh, hier ist Sand. Und Wasser. Erde, gut. Haben wir noch Furniture. Furniture da ja. Ah ja. Furnituren. Okay. Okay, was haben wir dann? Living Wood Table, wunderbar. Wobei für den, ja, den einen mache ich den hier und den anderen, nämlich den Punkt Green vor. Dungeon Table. Wie viele Zimmer machst du jetzt eigentlich? Zwei wieder. Ah, oh, okay. Und zweimal Gothic Chair. Moment. Ei! Okay. Ah, du. Schau, was wissen wir da, wo ist? Nö. Ledermaus. Okay, der Goblin-Tinkerer ist mal erfolgreich umgezogen. Yay. Weißt du, welcher NPC bei uns im Haus da wohnt? Die eine, ne? Die Caitlin, oder diese Mechanikerin. Ja, die Cory. Ja, genau. Sie bekommt einen Living Wood Table, den ich hier offensichtlich nicht platzieren kann. Aber oh, hier kann ich ihn platzieren. Ja. Ah. Oh man, das sieht mal interessant aus. So, und die Cory hierher. Gut. Und die Nurse. Ja, Gregor. Jo. Ich habe letztens Minecraft auf der Playstation probiert.
Wie? Die Demo? Ja. Ja, das ist ganz interessant. Hast du noch nie Minecraft auf PlayStation gespielt? Nein, ich weiß auch warum. Ich muss sagen, die Demo ist ein bisschen komisch. Ja, es ist halt ein Tutorial, aber... Ja, aber das echte Spiel, ich muss sagen, wir hatten das mal zu viert auf dem Splitscreen gespielt, das war echt toll. Weiß nicht, ich stehe dem skeptisch gegenüber. Ich habe mal ein Gameplay von der Xbox gesehen und das ist ja halt quasi dasselbe, aber... Ja, ich muss sagen, ich finde es ganz toll. Hello. Hallo. Du hast auch das Tiger Gear, das komplette. Was? Du hast auch schon das komplette Tiger Gear. Tiger Gear? Ja, das Kletter. Ich habe den hier. Oh, ich dachte, du bist mit dem Zeug unterwegs. Das ist eine Falle. Warst du in der Höhle da schon? Weiß nicht. Aber eine Pressure Plate, die hätte uns gerade abgeschossen. Also ich gehe hier eigentlich straight durch nur. Ich weiß. Da warst du mich. Jo. Oh. Mother Slime. Hey Mama. So, erstmal gucken, wie tief sind wir. Wow. Das ist ja schon ein gutes Stück Cave. Jo. Wir sind jetzt am Tiefpunkt fast an. Ja, wir sind am Tiefpunkt angelangt. Na klar, Mama. Mama. Nein, nicht ganz. Die Dschungelhöhle war schon mal tiefer. Verdammt. Na ja. Mama. Big Mamas Haus. Was ist das? Tip the Cloth hier. Ah. Ah ja, siehst du, ich wusste. Ach ja, den hab ich ja getötet. Orange, was? Orange Bloodroot. Used die to make orange sterben. Dye. Ja, dachte ich mir gerade. Oh Mann, sieh mal, was wir übersehen haben. Was denn? Smaragd. Was ist das? Ah. Ja, die Edelsteine habe ich nicht so gut gesehen. Ja, ist okay. Aber haben sie mich. Ich. Brauchen wir noch Glowing Mushrooms dann, oder? Ziemlich sicher, ja. Ich glaube, wir hatten nämlich mal, glaube ich, Tränke machen wollen noch. Wir hatten, glaube ich, keine Glowing Mushrooms, glaube ich, nicht zu erinnern. Kann gut sein. Ah, da glänzt was im Wasser. Siehst du das, was hier glänzt? Warte mal. Ich habe eine Map im Weg. Was ist da? Das ist da unten am Grund dieses kleinen Bach, dieses kleinen Teiches. So ein komischer Blob. Das sieht mir nach einem Fisch aus, eigentlich. Das war nur ein Emerald. Achso, da oben. Ja, ah, okay. Da ist nochmal diese orangene Farbendingen. Ja, nimm's mit. Ja. Ich habe übrigens einen Großteil der Erze auf meinem Weg runter mitgenommen und hier sind Edelsteine wieder. Das Wasser hier schimmert. Edelsteine? Auf der Seite wieder? Ja, kurz unter der Farbe. Sehr schön. Boah, ist aber eine richtig dicke Vene. Jo. Time for the Laser Swords. Oh, hier ist ein. Das ist ein bisschen Silber. Ich habe heute in einer Stunde, in der ich nicht aufpassen musste, weil ich das Fach nicht maturiere und ich hatte nichts mehr schulisch zu tun, habe ich mal gegoogelt nach Overlord Gabe Newell. Was ist das? Wieso? Weißt du, wer Gabe Newell ist? Nein. Der Gabe Newell ist der Erfinder von Steam. Aha, ach so, der. Das musst du mal googeln. Egal, rechts außen ist Eisen. I figured that. I'll dig it. Overlord hast du. Also Overload. Overload. Alter. Overlord Gabe Newell. Gregor,
Dass du es weißt, du bist nächste Woche alleine. Ja, ich habe nächste Woche 4 Prüfungen. Die wichtigsten Prüfungen meines Lebens. Weißt du, ich bin auf Sommersportwoche. Ah, okay. Ja, gut, passt. Das ist ein toller Gegensatz. Ah, ich kann dich hier eh nicht brauchen. Passt schon. Ich würde mich auch nicht dabei haben wollen, wenn nicht du wär. Ich will mich da auch nicht dabei haben müssen. Oh! Yep. Mama. Oh nein, eine Fackel! Eine Fackel? Eine Fackel! Oh, fuck. Oh nein, eine Fackel! Wie habe ich von Dingen? Und ich habe die ganze Zeit so überlegt, soll ich vielleicht einen Vlog von der Sommersportwoche machen? Ja, yeah, I tried that once. Wirklich? Yeah. Und ich sagte, also ich hatte so eine Art Videotagebuch gefühlt, ja. Von unserer Reise nach Rom damals. Und ich sagte noch zu dem Heini, der das dann geschnitten hat, sage ich, du nimm das bitte nicht, weil es war nur ein Versuch und das ist ein bisschen peinlich. Na wenn, dann macht das alles alleine. Ja, er hat es genommen. Oh. Ach, das war drinnen? Habe ich aber rausgenommen. Ja, siehst du den? Apropos, siehst du den? Ach ja. Ferner die diese... Was? Hier unten leuchtet was. Oh, du Penner. Hat dein Schwert im Kopf? Ja, kannst du den Block unter uns entfernen? Lass mich da raus. Ah. Boom. Sorry. Ist aber hier können sich irgendwo vielleicht sogar ein Herzkristall oder sowas verbergen. Ja, die können hier überall sein. Warum leuchtet das hier so grün? Ich weiß nicht. Ja, der Hanno, der Maler, der Kleidungsfarbenverkäufer. Aha. Da gibt es Teamfarben. Das check ich nicht. Ach ja, übrigens, apropos. Na, ich glaube, dass eben alles in der Teamfarbe oder das gewählte Team in der Teamfarbe angestrichen. Ich habe eine Statue. Wieso Statue? Achso, die Bienenstatue oder was? Herzkristall. Der ist jetzt auch, so ein animiertes kleines Sprite jetzt. Oh. Oh, Emin, ich überlasse mal dir, Emin. Emin. Was ist mein Emin? Na, ich hab dich gerade Emin genannt. Ja, Emin, du machst das jetzt bitte. Was? unten habe ich ein paar Erze übrig lassen, weil da Wasser ist. Ja, ich komme dann gleich runter, ich bin hier oben fast fertig. Wollte du nur sagen. Emin. Ich muss echt mehr schlafen wieder. Ach, das spätestens. Weißt du, am Schluss deiner Ausbildung hast du Schlaf, so was Optionales. Holy moly. Okay, first of all. Let me take a selfie. Wow, was ist das denn? Hast du es gesehen? What? Was war das gerade? Ich hab dein Herzkristall runtergeworfen. Ah, ich wusste es! Dschungel! What? LOL! I ain't scared. Was ist das da unten? Dschungelbett. Dschungelbett? Nein. Mach schnell. Nein, das wollte ich nicht. Ach so. Ich dachte, Bett. Ja. Na, ich meinte, dass diese Ranke da, die hat so komisch ausgesehen. Wunderbare Ranke. Alter, dass der Dschungel bis hierher geht. Yeah, man. Shit's big. Vorsicht, da ist eine Falle irgendwie, ja. Okay. Das ist mir sicher ein Stein. Oh. Ach ja, wirklich. Der wird die Pressure Plate. Warte mal, pass auf. Wo ist denn du das?
da unten, aber. I can do that. Da ist Kupfer. Boah, dann. Ah, ich unten. Haha! Schau, das kannst du ganz die ganze Zeit drüben mitnehmen. Also ja, ich wollte ja nicht gerade weiter buddeln. Achso, hier das Platin nehme ich mit, wenn du willst. Wo ist mein. Da ist mein Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Dreck. Kennst du das nicht von Flutgräbig? Nein. Oh, ja, klar, dass ich da ein Glas voll Dreck mit sich rum, das weiß ich, aber ich kann mich an das nicht mehr Wort erinnern, Mann. Ach so. Also ich habe mir das angesehen, okay, ja. Nein, das war bei der Szene, wo er dem David Jones entgegentritt auf dem Schiff und es hieß ja, wenn er Land bei sich hat, ist er sicher. Und David Jones hat ja kein Herz mehr, weil. Ja. Ja. Und in das Glas hat er. Also das er Herz. Dachte, dass er das. Was? Ist es nicht das Herz im Glas oder? Na, es war eine. David Jones Herz war in der. Truhe. Ja. Und. Johnny Depp hat dann eben. Johnny Depp? Ja. Also nicht mal Jack Sparrow. Ah, ja, genau, Jack Sparrow. Das ist halt der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Aber ja, aber ihr habt gehört. Das ist halt der schlechteste Let's Player, von dem ich hier gehört habe. Aber du hast gehört.